Morgen, ihr Lieben. Moin, moin, Glück auf. Wir sind wieder unterwegs. Ja, wir sind gestern noch ein Stückchen weiter, oder vorgestern noch ein Stückchen weiter gefahren. Wo waren wir gewesen? Kalberschnake. Ja, und jetzt sind wir in Werdohl. Genau. Schöner Stellplatz. Ja, sehr schön, direkt an der Lenne. Kostenlos. Genau. Nur für Strom und Wasser zahlst du, ne? Strom und Wasser zahlst du, genau. Aber ja. Entsorgung ist auch umsonst. Alles supi. Ja, wir sind ja gestern noch ein bisschen durch Werdohl spaziert, zeige ich auch noch mal ein paar Bilderchen, kleinen Eindruck. Entweder wird das ein Selfie oder auf der Suche nach Netz. So, und jetzt gehen wir wieder wandern. Ja, wir werden noch zu richtigen Wandervögeln. Cheep, cheep. Cheep, jetzt ein Sperber mit langem Schwanz. das geht da oben hoch zu so einem Aussichtspunkt. Das ist so ein Rundweg, der ist ungefähr wie lang? Gute 5 Kilometer. 6 Kilometer. Gute 6 Kilometer. Egal. Und Wetter passt noch. Ja. Da werden wir auf jeden Fall euch mitnehmen. Und vor allen Dingen die Aussicht. Die soll da elektrifizierend sein. Da ist auch noch der Klettersteig. Den gehen wir allerdings nicht, weil wir kein Kletterzeug mit haben. Aber wir laufen jetzt einfach mal, das haben wir ausgesucht, von Komoot, diese App. Und ja, wir gucken einfach mal, ne? So. Auf geht's. Wir müssen zeitig zurück sein. Ja. Heute ist noch Fußball. Außerdem soll es regnen. Auch das, ja. Da müssen wir jetzt hoch. Das ist unser Einstieg. Auf geht's. Thank you.
Richtig, das wird immer steiler. Aber wer eine Aussicht genießen will hoch oben, der muss natürlich erstmal nach hoch oben. Oder? Vielleicht kommt der Mike alleine wieder. Er müsste auf mich verzichten. Dann liege ich hier oben irgendwo. Nein, nein, nein. Wahrscheinlich hat er mich dann verscharrt hier oben. Wir lassen keine Verletzten zurück. So, okay. Komm. Siehst du, wie das da hochgeht? Ja. Habe ich gerade gefilmt. Ich weiß zwar nicht, ob man das auf der Kamera so genau sieht, aber das ist schon... Geht ein bisschen. Der einzige Trost ist, da wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Und irgendwann ist der Berg auch zu Ende. Bei 490 Meter oder was waren das? Oder 590? 4000. Das sind 4000er. Okay. Nein, das sind glaube ich nur 250 Meter eigentlich. Höhenmeter Unterschied, ja, aber steil bergauf. Ja. Also. Attacke. Die Mücken sind hier auch. Da oben wird es vielleicht ein bisschen flacher. Also, das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen, oder? Alter. Also für Ungeübte. Boah. Ja, so grenzwertig, sehr grenzwertig. Also, ist schon heftig. Das kriegt man auf der Kamera, glaube ich, gar nicht so gezeigt. Aber das geht hier steil, schnurstracks nach oben. Entweder habe ich mich verlesen, da stand doch leichte Wanderung. Guck dir mal den Hund an, der ist auch fertig. Der hat vier Beine. Genau. Also dagegen war die Wanderung in der Kalberschnake, war das Pipifax, Kinderkacke, Entschuldigung, gegen da die Serie. Ihr könnt alle über mich lachen, ist mir egal. Nee, das ist, zum Lachen ist das nicht hier. Also da brauchst du eine gute Kondition. Haben wir aber. Wir schaffen das. Ja klar, wenn wir oben sind, melden wir uns wieder. Kann ein bisschen dauern. So, wir sind angekommen. Was soll ich sagen? Eine leichte Wanderung ist das nicht. Aber der Ausblick ist super. Ja. Eigentlich. Ich mach mal meine Kapuze runter. Ich habe die Kapuze auf, weil ich so geschwitzt bin und das ein bisschen hier der Wind geht. Sieht aus wie ein Gangster-Rapper. Ja, aber ich will mir jetzt hier keinen wegholen. Nee. So. Also ich würde jetzt für meinen Teil, ehrlich gesagt... Emmis. Den haben wir uns verdient. Mhm. Oder? Aber so weit von. Dann machen wir das auch. Mit vollem Mund spricht man nicht. Ich esse erstmal auf. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier. Wir ruhen uns noch ein bisschen aus. Hier geht der Wind so ein bisschen. Ja, hier geht der Wind. Du bist ja auch hoch oben.
Da geht der Wind. Genau. Ich erzähle von da unten bis hier rum, also schon. Schon eine Nummer, ne? Ich meine, sag mal ehrlich jetzt. Die Aussicht wird so ein bisschen durch diese orangenen, was auch immer, da diese Dinger da, ja, ein bisschen blockiert. Und du hast auch hier, Moment, ich drehe mich mal. Was ist das, so ein Sendemast? Ja, also guten Empfang hier. Ja, also ein Sendemast, ne? Aber sonst, nice. Ja. Sieht aus wie ein Gangster-Rapper. Da sind ja auch schon ein paar Höhenmeter gewesen. Aber ich sehe gerade hier ein Schild, was ich die ganze Zeit übrigens nicht gesehen habe. Harkortweg X17, Sauerland Höhenflug und W2, Sauerländischer Gebirgsverein. Achso. Keine Ahnung, ich hab da keine Ahnung von dem Scheiß hier. Naja. So, wir machen jetzt noch ein bisschen Pause, ne? Ja. Wir machen uns jetzt mal wieder auf den Weg. Ja, mal gucken, wie lange wir jetzt für den Abstieg brauchen. Ja. Oder ob das der Abstieg wird. Fühlt sich fit? Bei dem Gedanken, dass es jetzt bergab geht, geht's. Wird okay. Schon werden. Dann nimm du mal die Scully. So, Scully. Auf geht's, Buschi. Also es gibt auch durchaus gerade Stücke hier. Wenige, aber sie gibt es. Aber zügig. Es nieselt schon. Bin mir nicht sicher, ob wir noch trocken nach Hause kommen. Ja, ein bisschen sputen jetzt mal, ne? So, Feierabend, dann haben wir geschafft. Jo, jetzt müssen wir nur noch zum Stellplatz zurück. So, ja genau, Ausgangspunkt haben wir wieder erreicht. Was sind das, noch 600 Meter sowas bis zum Stellplatz? Ja, fängt an zu regnen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen, sonst wird die Kamera nass. Also, schön, dass ihr dabei wart. Bleibt sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video, wohl. Ciao. Tschüss.